Und jetzt spielt Deutschland gegen Brasilien. Es begrüßt Sie Marco Hagemann und bei mir ist der Fußballexperte Hansi Küpper. Ich freue mich hier zu sein und ich freue mich aufs Spiel. Begrüßt Sie auch Litchi Low. Und dann willkommen zurück zu Boa Evolution Soccer 2016. Become a Legend. Die englische Liga ist doch schon abgeschlossen. Aber nichtsdestotrotz haben wir noch zwei Freundschaftsspiele mit Deutschland zu bewältigen. Denn wir wurden ja auserkoren, in der Nationalmannschaft spielen zu dürfen, nachdem wir jetzt endlich mal nicht verletzt sind. Also wir können jetzt endlich mal auch in der Nationalmannschaft spielen. Das haben wir sonst eigentlich immer gemacht. Konnten natürlich jetzt längere Zeit nicht, weil, ja, ihr wisst ja, wie das ist. Wenn man einfach dann mal sich ein Bein gebrochen hat, dann geht das halt nicht. Nationalhymnen werden ja irgendwie nicht aufgeführt, keine Ahnung warum. Total dämlich, wie ich finde. Man hört, also ich höre nichts, vielleicht hört man es ja dann in der Aufnahme, ich glaube es nicht. Und utopisch wäre es natürlich, wenn wir an den Erfolg der WM anknüpfen und Brasilien mit 7:1 schlagen. Ich glaube zwar nicht daran, aber das wäre richtig fresh. Lassen wir uns also mal überraschen, Jungs. Und solange wie die Nationalmannschaft ja noch in den Kopfhörern der Leute ertönt, warten wir einfach mal kurz ab. Bereiten uns noch ein bisschen drauf vor und dann soll es jetzt auch gleich schon losgehen. Mit der Formation werden sie ins Spiel gehen. Denke ich mal, oder? Jo. So, Litchi Lewis mit am Start, Toni Kroos, Hummels, Arnold, Boateng, Schweinsteiger, Bart, Stuber und Neuer und alle anderen sind auch mit dabei. Es kann eigentlich nur erfolgversprechend. Es ist erfolgsversprechend, Jungs. Wir müssen gewinnen. Ich glaube, das machen wir auch. Und jetzt ist Anpfiff. Und da starten wir jetzt einfach mal. Los geht's. So, Mikrofon noch schnell ausgerichtet. Eine kurze Frage. Wer ist hier der wichtigste Mann auf dem Platz? Ich glaube, ne, jetzt fängt das schon wieder gut an. Dominanz der Defensive auf beiden Seiten kommen. Und für diese Dominanz steht kaum einer so wie Thiago Silva. Für mich der moderne Verteidiger schlechthin. Ich bin da voll und ganz deiner Meinung. No way! Knäppe, knäpp, knäpp. Das war ja mal richtig knäppe, klapp, klapp. Ah, fuck. Oh, das sieht sogar so aus, als könnte das eine Ecke sein. Oder? Yo, Leute. Na gut, das ist nicht für mich bestimmt, leider Gottes. Ist es fürs Erste vorbei. Fürs Erste. Okay. Wo auch immer er jetzt hinschießen wollte, da war niemand von uns. Naja, dann warten wir halt einfach, bis der Ball wieder zu uns hinterkommt. Oder vorher, je nachdem, aus welcher Perspektive man das sieht. Luis Gustavo. Toni Kroos. Müller. Müller. Er versucht einen Lupfer. Komm! Ah, geil, alle Ball drüber geflogen. So muss es sein. Da buht auch schon die, was auch ich mal für eine Nation. Müller. Schweinsteiger. Deutschland macht schon sehr früh Druck. Oh ja, das stimmt. Bis jetzt machen wir, glaube ich, mehr Druck als die Brasilianer. Sie spielen gut, aber sie müssen irgendwann das Ding reinmachen. Gute Möglichkeit zu flanken. Er könnte jetzt schießen. Lol, was ist das denn für ein verhurter Hundemist? Entschuldigt, aber. Klasse Spiel, große Dynamik. Es hätte besser laufen müssen. Sie erarbeiten sich Möglichkeiten, aber bisher haben sie nicht genutzt. Bisher haben wir noch gar nichts genutzt. Außer zwei Torschüsse, die irgendwie beide nicht so richtig aufs Tor gingen. Thiago Silva. No way. Gut gemacht. Damit hat er einiges an Ärger erspart. Ein kleiner Lupfer wäre vielleicht mit drin gewesen. Also hätte mit drin sein müssen. Dann hätten wir vielleicht eine Chance gehabt. So. Ob dabei was rumkommt. Was ist nur der Pass, der abgefangen wurde? Nett! Marquinhos. Über mich drüber.
0:0 bis hierhin. Sie haben nichts verpasst. Bleiben Sie aber jetzt dabei. Nicht zum Kühlschrank gehen. Nicht zum Kühlschrank gehen. Das Bier sei schon kalt gestellt und vor uns. Mensch, Neymar. Leute. Oh, ich muss hier mal vor. Schweinsteiger. Jetzt lass uns mal richtig schön angreifen, Jungs. Richtig schön aufbauen, das Spiel. Lahm. Ganz in Ruhe. Also möglichst Müller. In Ruhe, aber möglichst trotzdem schnell. Ein Alleingang. Ich lieg schon wieder. Mal schön ihn über die Klinge springen lassen. Hier ist Müller. Noah! Silva. Ja, komm! Ja, okay. Es sieht manchmal so übelst hektisch aus. Ich meine, wenn ich das mache, dann kann ich das verstehen. Ich bin in einer Art so hektisch, ganz schnell. Jetzt etwas Produktives zustande. Luis also nicht Gustavo. Nein, das war wichtig, dass aber er da gerade noch rangekommen ist. Sonst wäre es gerade hier, geworden. Da hoffe ich natürlich auf die Ruhe meines Teams. Hier ist Müller. In der Hoffnung, es ist ruhig, aber so richtig. Ja, die sind auch leicht hektisch. Noch gut 15 Minuten in der ersten Hälfte. Puh, da wird er abgeräumt. Puh. William. Das war nicht gut. Gut abgelaufen. Naja, warten wir einfach mal hier hinten. Gefahr geballt. Langer Neuer macht er und. Ja, irgendwie kriegt's keiner. No. Das hätte auch knapp. Ey, das hätte echt böse enden können. Luis Gustavo. William. Und da no! zeigt er, wie wichtig er für die Mannschaft ist. Ich glaube, er hätte. Das er versucht, den Ball in die Gasse zu spielen. Das war schon böse, glaube ich. Mats Hummels. Wir warten gespannt auf ich komme nicht so recht voran, muss ich zugeben. Lahm ist der Tempomacher auf der rechten Flanke. Marquinhos ist zur Stelle und entschärft die Situation. Neymar. Ich bin reingerutscht. Na gut. Oh oh. Da geht er durch. Na, Neuer macht das. Der Torhüter haut ihn weit raus. Na komm. Ein langer Ball über die Abwehr. Und jetzt vor Sprinten. Okay. Da müssen wir noch ein Vorsprinten, damit wir hier durchstarten können. Müller. Toni Kroos. Schweinsteiger. Lahm. Wir müssten ja wenigstens mal noch einen Angriff machen. Na gut. Das waren die ersten 45 Minuten. Defensiv standen sie sehr ordentlich. Sie sind im Grunde nicht ein einziges Mal ernsthaft in Gefahr geraten. Alle, oder? Allerdings waren die Angriffe auch noch nicht die ganz große Herausforderung. Oder reden die über uns? Das ist eine gute Frage. Ein torloses Remis nach Durchgang 1. Hoffen wir auf das ein oder andere Türchen in der zweiten Hälfte. So kann das doch aussehen. 19% Passgenauigkeit. Warum schaffen wir das mit Menu nicht? Ich verstehe es nicht, weil immer alle vorbolzen. Und es geht weiter. Deutschland hat doch gut gespielt. Sie hat halt ihre Chancen nicht genutzt. Sie muss im zweiten Durchgang auf diesem Niveau weitermachen, aber sie muss auf höherem Niveau einnetzen. Die Deutschland. Deutschland ist eine Sie. Lucas Moura. Ob das bloß rückzuführen ist, man weiß es nicht. William. Komm, das ist eure Chance, Jungs. Was macht ihr damit? Nichts macht ihr damit. Die Fahne bleibt unten. Da ist die Chance. Dann nehmt ihn das doch einfach mal ab. Achtung, der Ball kommt rein. Nein, nicht verlieren, hat er gerade gesagt, Jungs. Lucas Moura. Der Lukas, der ist da. Er versucht, die Lücke Jucha. Weiter heißt es 0:0. Keines der beiden Teams kann sich so wirkliche Chancen erarbeiten. Jetzt aber. Ein Griff in die Zauberkiste. Okay. Ein Griff ins Klo war das, ja. Gustavo. Haut ihn nach vorn.
Wir haben bis jetzt noch nicht so richtig krass überzeugt, bin ich echt ein bisschen enttäuscht. Ich meine, es laufen schon gleich 60 Minuten. So eben gerade noch dazwischen gefunkt. Jetzt aber. Ist das ein langer Ball? Er hat ihn auf dem Fuß. Nutze die Chance. Nee, falsche Seite. Oh, das sah am Anfang so gut aus. Scheiße, ich habe irgendwie zu viel Energy genommen. Also zu viel Energie in den Schuss reingebaut. Er hätte das Tor machen können, aber er scheitert in derart aussichtsreicher Position. Schade, 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 schade. Da haben wir mehr erwartet. Lahm. Keine der beiden Mannschaften reißt die Partie bisher an sich. No, ich hab dieses scheiß Gesprinte, ey. Danilo, Deutschland, nachlässig in der Ballsicherung. Ja, nachlässig im Langer Abschlag vom Keeper. Ja, das macht er gut. Mit sehr viel Routine, ganz abgebrüht. Schweinsteiger. Gute Frage. Ich hätte wahrscheinlich auch wieder zurückgespielt. Das ist Toni Kroos. Nett. Oh nee, das hätte echt wieder böse enden können. Eigentlich fast schon müssen. Brasilien hatte hier viel Glück. Da wäre eigentlich ein Tor fällig gewesen. Das ist Toni Kroos. Der ist schön durchgekommen. Er treibt den Ball durch. Ja! Ihr Bitches! Das ist der nackte Wahnsinn. Das ist der Last-Minute-Treffer. Das muss der Sieg sein. Das war absolut nicht freundlich, aber ist mir egal. Ist mir egal. So eine ist mir egal. Also, ich muss schon sagen, das wirkt alles einstudiert. Das haben sie im Training mit Sicherheit immer wieder genauso versucht. Er verschafft sich den Freiraum im 16-Meter-Raum, bekommt den Ball. Er macht es. Yeah. Tor. Es hat lange gedauert, Jungs, aber er hat es trotzdem gemacht. Puh. Fand ich gut. Ja, es war ein schönes Tor. Es hätte besser nicht laufen können für sie. Das war so grandios. Guckt euch das an. Ich hätte nicht gedacht, dass der überhaupt durchkommt. Gut, da hätte ich. Ich musste einfach schießen, ist klar. Logisch. Das hätte natürlich auch anders enden können, als jetzt erwartet oder als es jetzt im Endeffekt passiert ist. Aber da wollen wir nicht weiter drüber nachdenken, denn wir haben ein Tor gemacht und das ist die Hauptsache. So, dann machen wir weiter. Vielleicht kriegen wir noch eins. An der Seitenlinie tut sich was, sehe ich. Sieht so aus, als würde es einen Wechsel geben. Kommt der Oscar rein. Im Endeffekt kriegen wir wahrscheinlich eh noch ein Gegentor. Vorhin ist gerade übelst. Und dann. Nein. Das ist der bittere Rückstand. Sie wären gut beraten, sich damit nicht zu lange zu beschäftigen, sondern sofort dagegen zu halten, denn sie brauchen jetzt ein Tor, um den Ausgleich zu machen. Boah, nett. Nee, Mario Götze. Versucht die Gasse zu finden. Das war ein klares Foul. Du. Oh, hoffentlich eine gelbe, eine Million gelben Karten, für das er nie wieder spielen kann. Schön mich weggefetzt hier. Was war das denn? Toni Kroos. Starker Pass und. Jetzt komm, das ist kein Tor. Situationen, die ein Stürmer nicht liebt, mit dem Rücken zum Tor, der Gegner ist dran. Das konnte nichts werden. Danilo. Gut, ich bin jetzt aufgeregt und renne hier irgendwo rum, wo ich gar nicht rumrennen dürfte. Ja, nett. Besitz, allerdings ohne echten Raumgewinn. 10 Minuten müssen wir, entweder machen wir noch ein Tor oder müssen wir 10 Minuten durchhalten. Also eins von beiden. Ich möchte auf jeden Fall oder auf keinen Fall mit einem Ausgleichstreffer. Ach, wie nennt man das? Mit Unentschieden rausgehen, so. Durch die Abwehr. Der Keeper lenkt. Yo! Geil!
Das war wichtig. Das war richtig fett. Fat Rodas. Er ist mit einem starken Reflex, doch letztendlich ist er machtlos. Ein ganz abgezockter Spieler. Der hat das Ganze hier antizipiert, hat den Abpraller geahnt und dann hat er das Ding reingemacht. Und damit steht fest, Doppelpacker. Doppelpacker. Doppelpacker? Alpaka kenne ich nur. Ist egal. Ach, klasse. Vor allem, schön. Hätte natürlich auch echt wie wieder anders ausgehen können. Der Keeper hätten auch halten können. Da wäre es natürlich schon anders geworden. Aber so ist es natürlich super für uns. Finde ich echt sehr nice. Und wir machen einfach mal weiter. Vielleicht kriegen wir... Nee, ich glaube nicht. Oh, Müller geht raus und Eiser kommt rein. Die Aktionen an der Seitenlinie richtig interpretiere. Eiser. Und Razor Fraser. Der geht ja buchstäblich auf der letzten Felge. Thomas. Warum geht er auf der letzten Felge? Da hat er gar keine. Thiago Silva. Das war der Falsche. Du kannst den doch nicht... Nein. Hup. Danilo. Upsala. Upsala. Da versucht er, die Abwehr zu überlupfen. Ich würde sagen, er schießt nicht auf mich. Kann er ja machen, aber... Nee, mach das nicht. Toni Kroos hat ja zuvor schon einen Treffer vorbereitet. Hä? Seht ihr das? Manchmal rafft man es einfach nicht. Da kommen plötzlich zwei Leute und nehmen uns das Tor ab, nehmen uns den Ball ab. Da stehen sie und alle sind easy. Speezy und Louisy. Unser Einwurf. Können wir jetzt auch Abschluss machen? Abdingsen. Läuft ganz gut auf der Seite, aber jetzt braucht er jemanden, der ihm hilft. Hä? Ja, 2-0 gewonnen im internationalen Freundschaftsspiel Deutschland gegen Brasilien. Sehr nice. Sie haben den Sieg eingefahren, sie haben knapp gewonnen und das, weil sie wirklich vor allem durch die Mitte brillant gespielt haben. Bevor wir gleich nach Hause gehen, möchte ich mich noch bei Hansi Küpper für seine treffenden Analysen heute Abend bedanken. Ich möchte mich bei euch allen bedanken, dass ihr zugeschaut habt. Wir haben das Richtige ausgespielt hier. Und wir haben eine individuelle Statistik von, keine Ahnung, nicht viel, aber egal. Ergebnisse. Was gibt's noch vielleicht? Kann man hier vielleicht, man weiß, wer noch gespielt hat an dem Tag. Deutschland gegen Brasilien war als einziges. Naja, na gut, dann lassen wir's heute. Dann sehen wir uns in der nächsten Runde, wenn es für Revolution Soccer 2016 Become a Legend. Bis dahin.